Sie sehen, da ist alles schwarz, jeden Stock schwarz. Weil man da unten geht man die Stiege herauf, die sehen Sie da im Spiegelbild. Der Eingang herauf, Stiege herauf. Und in jedem Geschoss ist der große Saal des Festspielhauses ist schwarz. Und alles, was Richtung See ist, ist hell oder weiß. Damit hat man unbewusste Gebäudeführung durch Architektur. Da sehen Sie jetzt den großen Saal, den müssen Sie jetzt dann, brauchen Sie noch. Da steht jetzt die Orchestermuschel von der Vormittags-Orchesterkonzertprobe für Sonntag. Die Muschel ist gestern am Abend natürlich nicht da gestanden, weil gestern am Abend sind da Treppen gestanden. Die sollte es draußen zu gefährlich sein, für die Darsteller und Mitwirkenden zu sein, wird da herinnen semi-staged oder konzertant gespielt. Das Orchester ist aufgestellt gleich wie ob es draußen oder drinnen ist. Wir verwenden die Saalmischung. Das ist der Vorteil, dass wir nicht jedes Mikro abnehmen müssen, jedes Instrument abnehmen müssen, sondern nur die Saalmischung mit ca. 10 Mikros, weil jeder Saal mischt besser als jeder elektronische Tisch. Wir haben aber dann mehr Mikros hängen, das hat den Hintergrund, dass wir dann vielleicht irgendwelche Musikgruppen herausnehmen und irgendwo im Zuschauerraum am See draußen schweben lassen. Da sehen Sie, wir sind normalerweise ein Showroom Europa, ja, aber wir haben festgestellt, es gibt keine Tische, das ist jetzt ein Zwischenstück, es gibt schon schönere Tische, ist da ein schönerer dabei, nein, das sind alles, auf jeden Fall sind das Prototypen, die so weit sind, dass wir es jetzt so optimiert haben, dass wir an und für sich keine Verschleißteile haben, die Platten extra abnehmen können. Das Ziel war aber, dass Frauen im Abendkleid, wenn daneben ein paar Männer stehen und sich macherhaft aufführen, jederzeit selber einen Tisch aufstellen können. Dann haben wir sogar mit Musterschutz und so weiter abgesichert. Und da arbeiten wir mit einem Schlosserbetrieb zusammen, der das jetzt noch designmäßig ein bisschen verbessert hat. Aber es war interessant, wir haben das mehreren Möbelerzeugern angeboten, war kein Interesse. Man kauft lieber, ich sage mal, um 100 Euro einen Stehtisch oder 150, der kostet vielleicht 250, aber heute halt drei- bis vierfache Zeit. Also Sie sehen da die Sprecherkabine, die direkt auf den Zuschauerraum blickt und da die ganze Inspizienten- und Abendspielleiter. Situation. Von da bekommen wir die ganzen Signale, damit also man weiß, wann was fahren muss, natürlich auch Bereitzeichen und so weiter. Und wenn da irgendwas über dem Normalweg nicht funktioniert, gibt es einen technischen Proben- und Vorstellungsleiter, der greift dann ein und nimmt irgendeinen Vorgang aus dem Ganzen heraus, beziehungsweise hat er auch die Möglichkeit, jederzeit die Bühne überhaupt abzuschalten. Wiedersehen, da hier oben sind wir jetzt bei 5 Verfolgern, das sind immerhin Staberln, ich sage immer Stäbe oder Staberln aus Licht, die 80 Meter lang sind. Und wenn man sowas bewegt und nur ein bisschen zittert, dann wird dem Publikum vielleicht irgendwie unwohl oder das Publikum fühlt sich nicht gut. Deswegen ist wichtig, dass diese Mitarbeiter relativ entspannt sind oder auch Gymnastik vorher machen. Zusätzlich haben wir bei dem Stück jetzt auf der Brücke, bei rechts hinterm beim Roten Hund sieht man 2 eingepackte Scheinwerfer, das haben wir links genauso lindauseitig. Da sind 4 Verfolger, also links 2, rechts 2, die als Gegenschutz kommen. Dementsprechend haben wir 8 oder 9 Verfolger da draußen. Und in der Brücke sieht man unterhalb auch Scheinwerfer, die in Glaskisten sind oder Plexiglaskisten, das sind Moving Heads, die ausreichend gegen das Wetter geschützt sind und da optisch weniger wegnehmen, als ob sie in einer Blechkiste sind. Hinter der Bühne sieht man, haben wir es so in Blechkisten. Weil wir müssen immer vereinen in einem ganzheitlichen Werk, einerseits die Positionierung von Lautsprechern oder Scheinwerfern und wie das Set-Design ausschaut. Es gibt ja auch dann noch die unterschiedlichen Auffassungen zwischen Dirigent und Stage-Director, also Regisseur. Und das alles miteinander unter einem Hut versuchen wir in Bregenz, deswegen haben wir auch keine Akustiktürme und so weiter. Hier sind wir jetzt im Beleuchtungsbereich. Da hat man vor 30, 40 Jahren hat man geglaubt, wie der Computer gekommen ist, dass wir dann statt am Bordoni 3 Leute nur mehr eine Person sitzen haben. Inzwischen hat sich das wieder entwickelt und wir haben Moving Heads, jede Menge. Herr Jutz, wie viele haben wir momentan draußen hängen? 50. An die 50 Moving Heads. Aber gleichzeitig ist auch interessant, dass obwohl wir da sehr viel Licht draußen haben, haben wir nicht mehr 1000 kW draußen hängen, sondern nur mehr 500 kW, weil wir natürlich sehr stark in den LED-Bereich hinübergehen. Wobei wir Ökologie sehr extrem betreiben. Wir sind auch zertifiziert diesbezüglich. Wir können auch Veranstaltungen sowohl im Sommer als im Winter für den Kongressbetrieb und so zertifizieren. Aber wir machen nur das, wo man auch eigentlich einen praktischen Nutzen hat. Und Sie werden sehen, wir kommen halt nur unter die Kuppel. Da ist es so, dass man
also mit LEDs, die 126 Gräser beleuchten. Da haben wir aber kein Problem, dass die Plexiglasplatte, die da drinnen ist, damit das Gras nicht die Luft verliert dadurch und gleichzeitig das Holz, das fängt nicht zum Brennen an, weil LED nicht warm ist. Und im Gebäude sind wir erst am Umrüsten, aber es gibt schon Räume, wie es grob daheim ist, wo man zum Beispiel statt 10 kW jetzt nur mehr 4 kW haben. Das heißt aber, 6, 8 kW müssen wir auch nicht kühlen. Da haben wir aber noch größere Projekte vor. Ach, da sind wir wieder. Nein, da sind wir nicht, sondern wir sind jetzt am anderen Ende. Und das ist jetzt der technische Proben- und Vorstellungsleiter. Und Sie sehen, der hat da lauter Not aus. Da steht Karussell drauf, da kann er die Taucher rufen, die Kuppel, die Goldkugel, alles kann er ausschalten. Das haben wir auch irgendwann gelernt, das brauchen wir auch da heroben. Aber zusätzlich ist es so, dass jede gefährliche Linie da draußen von einer Person eingeschaut ist, mit Totmannschaltung, und wenn die Person umfallen würde, würde die Mahnanlage nicht mehr laufen. Und der Fahrer sieht nur, wer sich noch nicht gemeldet hat oder welche Linie nicht überwacht ist. Wobei ja, ich glaube, dass neben dem ganzen der Gier, sprich den finanztechnischen Thematiken, heute die Juristerei das größte Problem für uns ist, weil jeder Jurist erklärt dir, er macht das, toll, super. Aber wir müssen langsam begreifen, oder ich habe das schon längst für mich begriffen, auch aufgrund dessen, dass ich auch juristische Ausbildung beim Betriebswirtschaftsstudium gehabt habe, dass es eigentlich so ist, dass der immer nur in diesem Gesetz denkt. Und es kann im nächsten Ort noch einem anderen Gesetz. Ja? Und das ist wichtig. Da sind meiner Ansicht nach Veranstaltungsbetriebe und Kulturbetriebe ganz wichtig, dass sie den Menschen ermöglichen oder ihnen Mut machen, dass sie irgendwas denken. Und wenn man im irrationalen Bereich mächtig ist, da gehen wir vielleicht zu Fuß, dann kann man auch im rationalen Bereich sich trauen, irgendetwas zu entwerfen, wo man vorher nicht drüber nachgedacht hat. Wir haben zum Beispiel im Kornmarkttheater in der Stadt drinnen einen Scherenhubtisch, da sind wir eigentlich nur Meter, den wir uns vom Flughafen abgeschaut haben, weil die Bühne in 5 Meter Höhe ist über dem Straßenniveau. Es war so schwierig, das hinzubringen, bis dann ein Jurist gekommen ist und gesagt hat, man muss ja nicht als Lift machen, man kann es ja theoretisch auch als Sondermaschine bauen, wie jede Seilbahn, dann ist das kein Problem. Haben alle Sachverständigen gesagt, na bravo, dann machen wir das so. Also daran sieht man, man muss sich trauen, darüber nachzudenken, es anders zu sehen. Grüß euch, fürs so habe ich schnell, oder nein, brauchst nicht. Okay, auf jeden Fall, das ist die Tapeziererabteilung, wobei links die Bühnenmeisterin, da sehen Sie dahinter, dieser Kopf war 22 Meter hoch, das Tuch hat über 1000 Quadratmeter gehabt, stimmt das? Und das war bei André Genet, das haben wir vor Publikum runtergezogen, da haben wir dann gelernt, dass es mit Maschinen nicht geht, sondern dass die Sensibilität von, ich sage einmal, 22 Personen das Tuch viel leichter runterziehen konnte, während es sonst immer gehängt ist und zerrissen ist. Wir haben überall bewusst 4 Meter breite Gänge, nur im älteren Teil drüben nicht, weil da haben wir es nicht mehr umbauen können, weil dadurch haben wir die Möglichkeit, auf 2 Meter davon Garderobe, irgendwas abstellen, und alle Fluchtwege haben wir trotzdem noch. Und für uns ist das auch wichtig, wenn wir zum Beispiel Gastspiele oder so haben, da schauen wir, dass wir kurzzeitig einfach auch mit diesen Leuten Kontakt kriegen, die da sind. Weil du musst ja den spüren, aber du brauchst trotzdem eine soziale Distanz. Also wir haben da schon umgesetzt, mit Spitzenleistung Bregenzer Festspiele. Der Saal hat überhaupt keine akustische Veränderung, sondern es ist alles Raumakustik mit 1,72 Nachhaltzeit. Sie sehen jetzt da zum Beispiel der Gang da vorne. Da ist die Kostümabteilung, ist im Winter ein Konferenzraum. Und da ist jetzt die Chorgarderobe. Im Winter ein Ballettsaal. Da sieht man aber jetzt haben wir fahrbare Tische. Wenn wir zu wenig Garderoben haben, kann man das gut nützen. Ja? Aber man sieht gleichzeitig, dass da wieder auf einmal eine Abstellfläche für die Gastronomie ist. Das geht so weit, dass da oft einmal 4 Stunden reserviert wird. Hinter der Tür draußen, wenn wir die aufmachen würden, wäre das große Foyer. So, damit Sie den Gegenschuss haben. Bitte. Sie können jetzt da raufschießen, da oben waren wir zuerst mit der Kamera. Da oben waren wir und jetzt sind wir neben der Orchestermuschel auf der Bühne. Die Bühne selbst hat eine Portalöffnung von 16 Meter mal 8,50 Meter.
Dementsprechend Guckkastenbühne sind 2/3 oben drüber und 25 Meter der Schnürboden. Andererseits, wenn wir jetzt durch die Werkstattbühne oder so gingen, dort haben wir, das ist ein Saaltheater, da können wir nur was aufhängen, aber nicht wegziehen. Sie sehen da die ganzen großen Teile, die kommen jetzt wieder auf die Bühne, damit am Abend wieder Dekoration steht. Die fahren herein und werden teleskopartig auseinandergezogen. Jetzt gehen wir noch gleich da drüben durch. Hallo. Sie sehen, wir haben hier eine Seitenbühne, da können wir von der 20 Meter Drehscheibe ein eingeschriebenes Quadrat von 14 Meter mal 14 Meter hinstellen, mit 8,50 hoch. Und dahinter haben wir noch eine Seitenbühne 2, wo das Gleiche geht. In der Hinterbühne ist das auch möglich, da wird jetzt diese Orchestermuschel nach hinten rangiert. Und Sie werden vielleicht gesehen haben, wie Sie reingegangen sind, dass der Portier extra weiter weggebaut ist vom Haus, dass man da einmal eine Seitenbühne 3 und 4 auch unterbringen kann. Nur soll man immer nur das bauen, was man gerade braucht, aber nie die Zukunft ausschließen. Und der Grundgedanke ist, früher war das Gebäude nur bis hier, mit einer Seitenbühne, da mussten wir zum Beispiel Samson und so, der doch 6-7 Trucks hatte, jeden Abend zerlegen mit 40, 50 Leuten oder 40 Leute haben wir und haben wir unter Planern draußen im Hof hingelegt. Heute zerlegen wir das nur mehr in 8 bis 9 Teile und gehen dann her und tun das dann wieder zusammenstellen für die Abendvorstellung. Da, wenn Sie da bei der Tür hinausschauen, da kann man sich vorstellen, das ist alles so gebaut, dass da einmal noch eine zusätzliche Seitenbühne kommt. Sie sehen, die Fläche wird gerade verwendet als Warming Area für die Artisten heute Abend. Da, wo jetzt das Technikpodest für Partys steht und Leerlaufarbeit erfolgt, indem wir Wände für eine Veranstaltung im September vorbereiten. Da ist bis vor 2-3 Tagen noch die Dekoration gelegen von Geschichten aus dem Wienerwald. Die ist aber inzwischen zum Kooperationspartner, dem Theater an der Wien, abgereist. Wir gehen jetzt, achten Sie drauf, durch 2 eiserne Vorhänge. Den kann man so aufschieben. Und dann dahinter 80 cm ist noch einmal einer. Weil der eine nimmt nur die hohen Frequenzen und 2 miteinander nehmen auch die niedrige Frequenz, nehmen also auch die Bässe und so. Wir schaffen in der Werkstattbühne ein Clubbing und auf der Hauptbühne gleichzeitig, sagen wir, eine große Opernaufführung. Können aber auch alles aufmachen und überall zum Beispiel Clubbing machen oder was wir auch immer wollen. 37 x 47 Meter ist diese Werkstattbühne groß. Die höchste durchgehende Höhe ist 10 Meter, aber das sind die Eckpunkte. Darüber hinaus haben wir nochmal 2,5 Meter. Wir können mit Kettenzügen und Brücken auf jeden Punkt mit der Halle oder des Saales. Wir können da für 3.500 Kids arbeiten. Wir können Wirtschaftskongresse machen, aber der Hauptzweck war Werkstattfertigung. Und der Zweck, der das ausgelöst hat, dass die Bregenzer Festspiele in den 80er Jahren noch, ich weiß nicht, der Premiere verschieben hätten können aus Qualitätsgründen, das geht jetzt nicht mehr, weil 2020 ist es so, dass sicher 2x20 Sekunden in Tokio reserviert sind, weil einen Abend kann es regnen, aber am zweiten Abend müssen wir die Qualität bringen. Dementsprechend muss früher gut geprobt sein und jetzt spielen wir nicht mehr 14 oder 15 Vorstellungen, sondern zwischen 25 und heuer sogar 29 Vorstellungen. Und das bedeutet, du hast mehrere Casts und manche Proben sollst du, wie bei Tosca zum Beispiel, der Konflikt zwischen Tosca und ihrem Liebhaber so kurz vor dem Tod, den musst du einmal allein proben, die zu zweit, ohne dass die das Gefühl haben, der ganze Zuschauerraum schaut zu, auch wenn er nicht besetzt ist. Der Raum kann sehr viel und auch die ganzen Wände sind bestückt mit Schienen, die sind jetzt verdeckt, weil wir die Akustik verändern können mit den Vorhängen. Aber letztlich ist es so, wenn Sie da dahinter blicken, ist die ganze Halle mit so Halfenschienen ausgerüstet bis nach oben, die alle lastmäßig definiert sind. Dementsprechend können wir da Kamerapodest, Winden und ich weiß nicht was alles befestigen. Hier sehen Sie einen Raum. Wenn Sie uns gehen hören würden, dann wissen Sie, dass das ein Boden ist wie in einem Turnsaal, ein Schwingboden. Das ist also auch ein großer Ballettraum. Der hat 25 Meter Breite. Das ist von Mauer zu Mauer genau die Hausbühne. Dementsprechend kann ein Tänzer hinter der Dekoration in genauer Schrittgröße probieren zum Anlaufen. Dann springt er und dann hat er auch wieder die Bremsstrecke. In der Richtung von vorne vom Glas, dann nach hinten, sind es 18 Meter. Die bedeuten, dass das von der Bühnenkante in der Hausbühne
bis zur Drehscheibenmitte ist. Zusätzlich kann man an den Wänden, sind gelochte Wände, kann man verstellen. Dementsprechend haben wir unterschiedliche Nachhaltzeiten, können vom Schauspiel bis kleiner Musik, bis kleinere Orchestergruppen, Proben und so weiter machen. Technisch ist es momentan eingerichtet, gerade weil wir Poesie und Musik haben. Ich glaube am nächsten Sonntag noch, da ist die Bühne alles aufgebaut, aber es wird dazwischen als Probenraum verwendet. Wichtig ist auch, dass wir die Höhe geschaffen haben, dass Ballett psychologisch nicht das Gefühl hat, es klatscht bei einer Hebefigur an die Decke. Die Brücke hat uns der Fachberater Hunicke Kottke oder die Fachberater Hunicke Kottke eher geraten, händisch anzutreiben. Die Brücke kann dasselbe wie in der Bastille oder in Covent Garden, dass man unter den Scheinwerfern durchfahren können, ohne dass man sie verstellen muss. Man kann also, wenn hier zum Beispiel Tische aufgebaut sind ohne Airlift, trotzdem das Licht verändern. Die Aluminiumträger oben können wir ausschieben und so weiter. Sie sehen also, wir können dann in der Früh oder Vormittag oder untertags auch mehrere Proben machen. Aber wenn Sie uns heute sagen, der Raum soll übermorgen weiß sein, weil wir, ich weiß nicht, eine schwarze Dame da herinnen klassische Musik tanzen lassen, wird das kein Problem sein. Was machen wir mit Produktpräsentationen genauso? Oder der Raum ist zum Beispiel auch sehr beliebt, kleinere CD-Aufnahmen zu machen, wo also, weil er auch billiger ist als ein Studio, aber er bringt trotzdem sehr viel an Leistung. Hallo? Bitte. Wir gehen jetzt über die Stiege, die eigentlich hauptsächlich gebaut ist, dass die Darsteller vom See bei einer Probe, wo es zum Regnen oder wo Wind kommt, anfängt, dass man da schnell hinaufgehen kann. Da kann man den ganzen Gebäudekomplex kurz nehmen und sieht ihn, wo wir schon überall waren. Wir haben also den großen Saal begonnen, haben da hinuntergeblickt, sind dann oben drüber spaziert, sind in mehreren Etagen durch diesen Quergang gegangen und ganz oben ist der Gang über alles drüber, weil die Architekten gesagt haben, wir machen keine unterirdischen Verbindungen, sondern billigere oberirdische Verbindungen und erschließen lichte Räume. Dann sind wir durch die Hauptbühne, Seitenbühne herüber in die Werkstattbühne, über die Stiege hinauf ins Seestudio, sind im Seefoyer gewesen und dann sind wir die Stiege hinuntergegangen. Thank you.